Willkommen zurück zu City Skylines. Ihr seht es hier schon, geschäftige Kleinstadt. Ist eben gerade aufgeploppt vor, weiß nicht, 20 Sekunden. Ich war gerade so in Vorbereitung, so was kann ich gleich noch zeigen, was habe ich gemacht. Und auf einmal ist das aufgeploppt und da dachte ich, okay, jetzt musst du starten. Jetzt musst du die Aufnahme anmachen. Ja, 5500 Einwohner, neue Richtlinien, Industrie, Spezialisierung. Ja, ich glaube, dazu mache ich extra so eine kleine Videoserie zu den Spezialisierungen. Ich glaube, die brauchen doch etwas länger. Hubschrauber, Priorität, kostenloser Nahverkehr kann ich jetzt. Ah, okay. Neue Straßen, jetzt auch hier mit den Lärmschutzwänden. Uiuiui, jede Menge Straßen. Für die Autobahn auch. So, neue Gebäude. Okay, die sind alle ein bisschen teuer. Ich glaube, das lasse ich mal noch sein. Die ganzen Wasserpier-Sachen. Tsunami-Warnboje. Das ist ja cool. Wetterradar. Oh, okay. Sehr cool. So, ihr seht schon, Lärmbelastung. Ich hatte schon ein bisschen geschaut. Hier, die Windräder machen ganz schön viel Lärm. Aber ich habe hier ein bisschen, ich mache das mal eben zu. Ich habe hier offline erstmal hier drüben dann doch alles geglättet, damit ich hier dann Wohngebiet setzen kann im richtig großen Stil. Und hier habe ich schon mal ein bisschen Wohngebiet noch angebaut, damit ein bisschen Kohle reinkommt, weil das Wegmachen von dem Hügel, der hier war, das hat ganz schön viel Geld gekostet. So, und die Lärmbelastung. Wir sehen ja hier, die ja, Autobahn ist halt laut und das geht hier so ein bisschen rüber. Deswegen habe ich hier auch kein Wohngebiet gebaut links der Straße. Aber jetzt, das wollte ich nämlich schon immer mal ausprobieren. Gucken wir mal. 1, 2, 3 spurige Autobahn mit Lärmschutzwand. Da, eine dreispurige Einbahnstraße. Ja. Es gibt ja Industrieschnellstraße, gibt es auch. Oh je, oh je, oh je. So, und das wollen wir jetzt mal upgraden von komplett oder nur nach Bedarf. Ich glaube, ich fange mal hier einfach damit an. Okay, Lärmbelastung. Ach, okay, der zeigt das nicht in Echtzeit. Ich stelle mal die Geschwindigkeit auf Stufe 3, damit wir das mal ein bisschen schneller sehen. So, da sieht man schon, das Rote wird ein bisschen heller. So, ich mach mal bis hier. Ja, okay, man sieht schon, die Lärmbelastung geht tatsächlich runter. Ist echt Wahnsinn, dass das Spiel das alles so simuliert, ne? Vielleicht die andere Seite auch mal eben. Wo war ich stehen geblieben? Hier. So. Oh. Okay, also auch die andere Seite bringt viel. Sehr nett. So, ich gehe mal wieder auf Geschwindigkeit 2. Die Lärmschutzwand. So wirklich sehen tut man die aber auch nicht. Ich meine, hier kann ich noch ausbauen, da habe ich. Okay. Ich bin der Meinung, die konnte man vorher immer richtig gut sehen. Oder war hier schon eine Lärmschutzwand? Aber ich kann es ja upgraden. Okay, das ist komisch. So, bis zur Brücke. Die kann ich leider jetzt nicht einfach so upgraden. So, mal gucken. Habe ich auch alles, nichts vergessen? Sogar das geht hier. Ah, nee. Okay, da war ich. Das war jetzt mein schöner Fail. So wieder. Aber gibt es die Autobahnauffahrt auch mit Lärmschutz? Autobahn in eine Richtung mit Lärmschutzwand. Zwei Spuren. Auch zwei Spuren. Okay, schade. So, komm. Ich habe die Kohle. Mache ich einfach mal hier
komplett. Ah, genau, so kenne ich das nämlich. Wenn ich hier eine baue, hat man hier automatisch dann den Lärmschutz. Warum das jetzt hier vorne? Wahrscheinlich, weil es eine Art kleine Brücke ist, die sowieso hier Geländer hat. Deswegen war das wohl von der Optik her gleich. Okay. So, da geht es erstmal nicht weiter. Gut, dann schauen wir mal. Ja, es hat, ja. Gefühlt ist es wieder dunkelrot, also mehr ins Dunkle gegangen. Ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Aber ich denke mal, es reicht nicht aus, dass ich hier jetzt noch Wohngebiet baue. Nee. Nee, ich glaube, das lasse ich lieber. Die beschweren sich nachher nur, dass es zu laut ist. So, okay. Hier habe ich auch schon mal ein bisschen mehr Mülldeponien gebaut. Ihr seht, die füllen sich alle. Ich brauche unbedingt die 8500 Einwohner, aber das ist ja hier in Arbeit. Ich baue aber nochmal ein paar Mülldeponien, dass ich dann nicht nachher irgendwie Probleme kriege. Denn kranke Bürger ist das Ergebnis, wenn die oder wenn der Müll sich stapelt. Und dann gibt es keine Steuereinnahmen und dann, ja, geht's ins Minus. Okay, gut. So, was habe ich mir überlegt? Ich habe mir überlegt, ich baue hier komplett alles Wohngebiet. Ich habe, oder wir, wenn ihr von City Skylines 2 das gesehen habt, wie man Straßenlayouts bauen kann. Da kann man ja quasi einfach so ziehen und dann macht er dir gleich so ein Raster. Das geht ja natürlich hier noch nicht ohne Add-ons oder ohne Mods. Und einfach jetzt hier anzufangen und irgendwelche Straßen zu ziehen, wäre jetzt auch doof, weil irgendwo staut es sich. Auch wenn ich jetzt hier Auffahrten mache, glaube ich, wird es sich trotzdem schon hart stauen. Deswegen gehe ich jetzt hier mal einmal auf die Pause, mal eben schauen. Ich habe mir nämlich ein bisschen was überlegt. Und zwar mit diesem hier. Der geht jetzt ab hier in die City, sage ich mal. Jetzt brauche ich noch ein oder zwei, mal eben überlegen. Ich glaube, ich nehme hier nur ein. Der kann auch ruhig hier sitzen, ne? Mal gucken. So, da muss ich mal ein bisschen abreißen. So, okay, da passt er rein. Ein bisschen drehen. Natürlich ein bisschen Sisyphus-Arbeit. Das hat auch noch nie geklappt, dass er hier irgendwie richtig ansnappt. So, okay. Wollen wir die Autobahn? Was habe ich hier nochmal? Dreispurige mit Lärmschutzwand. Soll ja nicht so einfach ein abgehackter Strich da jetzt so hingehen. Ich mag das eher so ein bisschen. Ja, da muss ich das mal eben noch ausstellen. So, soll schon so ein bisschen. Ja, okay. Auch nicht perfekt. Aber gut, ich glaube, ich nehme das erstmal so. Hier dasselbe. So, jetzt eben noch mal, wo war's? Das mache ich wieder an. Nochmal upgraden. Ich glaube, hier unten durch kann ich komplett durch upgraden, ja. So, okay, das sind die Auf- und Abfahrten. Hier können sie runter. Okay, so.
Und von hier aus habe ich mir jetzt gedacht, baue ich ein komplettes, eine komplette Autobahn einmal drumherum und führe von dieser Autobahn dann ab ins Wohngebiet. So dass, ja, in der Hoffnung, dass alles auf der Autobahn bleibt an Verkehr. Ich glaube, das wäre ganz interessant, mal auszuprobieren. So, mal eben gucken, einschätzen. Ich müsste so weit von der Autobahn weg sein. Also hier ungefähr. Ach nee, mit dieser Autobahn kann ich ganz runter. Ja, da muss ich parallel hier zu der halt rübersetzen und fahren, würde ich sagen, ja. Ich könnte auch von der abgehen, aber da müsste ich hier was drüber setzen und so weiter. Ich will das erstmal so probieren. Das hatte ich ehrlich gesagt in meiner anderen großen Stadt auch gemacht und das hat ganz gut funktioniert. So, parallel zu der. Muss auch nicht schick sein. Ich hätte sie auch hochbauen können, aber nee, das ist schon gut so. Ich mache ja quasi auch nur eine Richtung. Und hier geht's wieder drauf. Ja. Sollte ich sie hochsetzen? Nee, muss ich gar nicht, ne? Ich probiere das einfach mal aus. Ich glaube, ich mache den mal trotzdem aus hier. So hat man viel mehr Freiraum. Ich will auch nicht ganz an den Rand, falls ich hier abgehende Straßen nachher habe. So, einen kleinen Winkel rein. Ja, alles nicht ganz gerade, ist schon in Ordnung. Muss nicht alles genau Strich sein. So, wo muss ich hin? Da hinten. Dann ziehe ich hier schon mal rüber. Weil, dann kann ich abgehen von hier. Nämlich so ein bisschen Müllverbrennung und so weiter. Alles, was so ein bisschen Krach ist, macht, stinkt und so weiter. Hier so ein bisschen in Richtung Industriegebiet bauen, weg vom Wohngebiet. So, hier mache ich einen kleinen Schwenker. So, dass ich das vielleicht später, ja, verbinden kann, anschließen kann. Mal gucken. So, und wieder ran. Ja, okay, gut. Wenn erstmal alles zugebaut ist und dicht gebaut ist und so weiter, dann achtet man da sowieso nicht mehr drauf. So, jetzt muss ich mir überlegen, das wird ja auch eine erstmal kleine oder gering besiedelt und hier, ja, dann komme ich schon auf 8,5 bald. Dann reiße ich das ab und mache dicht besiedelt. Dann macht es vielleicht Sinn, den Straßentyp auch schon schlau zu wählen. Vielleicht fange ich in der Ecke an. So, Straßentyp. Was macht denn Sinn? Was nehme ich für eine Straße? Ich glaube auch auf jeden Fall was mit Bus, ne? Vierspurige Straße mit Busfahrspuren. Das heißt, eine in der Mitte aus dem Bus. Nee, ich möchte gerne zweispurige Allee mit Busfahrspuren. Auch nicht. Ist das hier? Mittlere Industriestraße. Habe ich die sonst hier? Zweispurig. Da. Da kommen wir näher. Das ist Autobahn. Das ist Bus und Straßenbahn.
So, sechsspurige Straße mit Busfahrspuren. Das klingt schon mal gut. Möchte ich das auch mit Bäumen? Und das ist dasselbe, nur mit Bäumen in der Mitte, ne? Zierbäume. Dekorationen verringern die Lärmbelastung. Ist natürlich auch geil. Und erhöht den Bodenrichtwert. Ah, ich glaube, ich nehme die hier. Ja, ich glaube, ich nehme die. Die einmal drumherum legen. Und vielleicht noch zwei oder dreimal komplett durch für die Busse und davon abgehende Nebenstraßen. Das klingt doch gar nicht verkehrt, oder? So, wenn hier aber die Autobahn ist. Ach nee, ich kann hier außen Gewerbe machen. Die können ein bisschen Lärm ab. Das heißt, ich würde jetzt einfach... das hier so bauen. Mal gucken. Wie viel Sinn macht das? Entweder eine Kurve oder... okay, er macht selber eine Kurve. Sehr schön. So, vielleicht sogar noch weiter an den Rand. Mal eben gucken. Der Lärm würde bis hierhin gehen. Na, ich lasse das einfach mal so. Oder? Nee, ich komm. Ich glaube, ich brauche den Platz auch auf jeden Fall. Ich setze das einfach mal daneben. So. Reiße ich das wieder ab hier. Jetzt muss ich mal ein bisschen schauen. Also ich mache quasi eine Stadt umringt von Autobahnen. Mal gucken, vielleicht geht das Konzept gut auf. So, hier rüber. Ah, okay, macht er auch schick. Gut, so, okay, nehme ich die lange Variante oder die kurze? Ich glaube, ich nehme die... ah, ja, nee, ich wollte ja eigentlich kleinere Straßen. Das ist jetzt nur für den Bus. Davon abgehend nachher hier die Autobahn. Und auch wieder raufführend natürlich. So. Nehme ich jetzt zwei einfach. Oh, jetzt muss ich ihn wieder einschalten. Nehme ich ihn einfach so und von denen abgehend nach außen weg Straßen und in der Mitte versetzt. Ich denke, das könnte eine Option sein. So. Und auch einmal quer rüber. Macht auch Sinn, ne? Damit die halt nicht die Straße komplett durchfahren müssen, wenn sie drehen wollen oder etc. Gut, okay, das wäre jetzt so mein Busfahrplan, würde ich sagen. Ja, weiß nicht, vielleicht hier noch was abgehend. So vielleicht noch. Hier muss ich mal gucken, auch noch freie Fläche. Ob ich die so lasse oder vielleicht noch ein bisschen flicke, mal gucken. So, hier kommt die Industrie hin, da muss ich dann mir auch noch Gedanken machen, aber erstmal brauche ich ja Wohngebiet.
So, und das soll alles über die Autobahn laufen, weil die halt, ja, die Autos fahren halt schneller über die Autobahn. So, jetzt kann ich auch wieder Play machen, ein bisschen Geld sammeln. Und ich denke mal, das Konzept könnte aufgehen. So, das ist jetzt hier mein Buskram. So, welche Größe der Straße nehme ich jetzt in der Mitte? Zwei in jede Richtung ist schon mal okay. Ich glaube, dann sollte ich auch zwei abgehend machen. Oder eine wäre vielleicht nicht schlau. Und auch wieder Allee. Hier spurig. Mal gucken. Nach außen von der Mitte aus oder auch abwechselnd. Ich glaube, abwechselnd macht Sinn. Ja, sonst habe ich hier zu viele Kreuzungen auf einer Seite. Und einen lasse ich da mal frei. Ah, ich sehe gerade. Baut da trotzdem Gebäude? Ja, eigentlich schon. Okay. So, das ist schon mal in Ordnung. So, jetzt von der Seite, damit nämlich hier wieder keine Kreuzung ist. Dass halt nur drei von drei Seiten aus die Autos hier die Kreuzung belasten. Und dann müsste ich hier nämlich auch von der Seite anfangen. Ja, das ist jetzt natürlich, jetzt habe ich ja trotzdem alle 5 Meter hier eine Kreuzung durch das Konzept. Oder baue ich von unten nach oben? Aber dann, ich möchte nämlich nicht so viel hier immer so kleine Stücke haben, weil wenn der Verkehr dann wirklich mehr wird, dann biegen die oder können die nicht immer viel abbiegen und dann staut sich das immer Stück für Stück. Deswegen bin ich nicht so ein Freund davon. Wie kann man das denn lösen? Das ist eigentlich auch doof und von oben runter und von der Mitte immer weg. So quasi einmal rüber. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz dazwischen. Und dann von hier aus abgehend. Ist aber auch doof, ne? So zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch nicht optimal. Ich glaube, ich mache das doch so, weil ich habe ja immer nur eine T-Kreuzung. Trotz alledem. Und eine T-Kreuzung ist halt eine Seite weniger, die irgendwie abbiegen will. Ja, ich glaube, ich mache das so. Wir probieren einfach mal rum. Und sonst wird halt alles abgerissen und neu gebaut. So. Hier hatte ich jetzt Glück, dass das genau hinkommt hier mit dem Abstand. Muss ich mal gucken, ob sich das so fortführt hier. So, hier war ich jetzt
links. Dann müsste ich hier jetzt rechts beginnen. So, und hier dann aber auch rechts. Ich glaube, ich mache erstmal die Mitte dicht hier. Ja, hier sieht man schon, könnte ich auch quasi einen hoch, dass ich so ein bisschen mehr Puffer habe zu allen Seiten. Okay, gut. So. Okay, ich bin gespannt, wie das nachher aussieht, wenn überall Häuser stehen. Wo hatte ich angefangen? Links, dann muss ich jetzt hier wieder rechts. Ah, hier sieht man schon. Hier wird es schräg, weil ich irgendwo... 90 Grad sind es zwar, aber irgendwo habe ich halt einen kleinen Knick drin, aber gar nicht schlimm. Gehe ich einfach ein höher. Ja, das ist jetzt natürlich, hier geht er gar nicht auf. Ja, ich glaube, ich lasse das trotzdem so. So, hier rechts, dann hier wieder links weiter. Vielleicht noch ein tiefer. Ja, okay. Ja, okay. Da geht das gar nicht auf. Dann würde ich sagen, setze ich den hier auf jeden Fall höher. So. Den da oben mal als Maßstab. Dann kann der auch einen höher. Na, okay, das snappt da irgendwie nicht so wirklich. So. So, hier war Rechtsanbindung, dann hier die Seite. Hier habe ich eine rechte Anbindung, dann muss ich hier links anfangen. Links, rechts, links. Nicht genügend Geld. Was? Alles für Straßenbau ausgegeben hier. So, okay. Ja, es geht einigermaßen. Gut, dann würde ich sagen, ich spare wieder ein bisschen Geld. Ich lasse mal ein bisschen laufen hier. Hol mir nochmal einen Kaffee. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Dann baue ich
hier das Stück noch aus. Ja, ich denke auch. Und dann werden wir die Autobahn verbinden. Dann muss ich mal schauen, ja, wie ich die Anbindung mache, weil die Leute wollen ja von hier aus auch irgendwie hier ins Industriegebiet oder hier nachher in das große Industriegebiet. Ob ich vielleicht die Autobahn hier weiterführe, hier einmal rum und hier anschließe, weil das wird sonst, glaube ich, hier zu ausgelastet sein. Früher oder später. Das geht hier alles über diesen Circle. Ja, muss ich gucken, ob ich das Ganze irgendwie abkürze. Oder die Autobahn einfach stumpf hier anschließe. Man muss mal gucken. Aber ich glaube, ich führe die lieber im großen Maßstab hier einmal rum. Aber dafür muss ich jetzt nochmal ein bisschen sparen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, das war's von mir aus hier. Tschüss.